Der FSV Luckenwalde ist noch ungeschlagen in dieser Saison. Zur Wahrheit gehört aber auch, die drei eingesammelten Punkte bedeuten drei Unentschieden aus dem Auftakt-Triple gegen Meuselwitz, Lok und Chemie. Hätte er aber vor der Saison so unterschrieben, sagt Trainer Michael Braune mit Blick auf den Umbruch im Sommer. Gespielt werden konnte in Eilenburg erstmal noch nicht. Das Tornetz musste noch gerichtet und festgezurrt werden. Danach aber der FC Eilenburg in den roten Trikots und blauen Hosen. Sie mussten sich zunächst mal nach hinten orientieren. Luckenwalde schnell über Jacobi und Arne Rühlemann, der Ex-Eilenburger. Letzte Saison im Ilburg-Stadion gespielt mit der Flanke auf Gollnack. Simon Gollnack, erster Kopfball in die annähernd richtige Richtung vom 22-jährigen Luckenwalde mit dem besseren Auftakt. Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels bereits früh in der Saison. Aktuell ist der FCE auf dem letzten Tabellenplatz zu finden. Erst ein Punkt steht zu Buche. 25. Minute. Plötzlich geht es ganz schnell in die andere Richtung. Schlichts, langer Ball in den Lauf von Benjamin Luis und die Führung für Eilenburg. Benjamin Luis, in Eilenburg geboren, beim FC Eilenburg das Fußballspielen gelernt, wird von Michael Schlicht stark in Szene gesetzt. Das haben sie genauso vor der Partie analysiert, dass Luckenwaldes Abwehr durchaus etwas höher stehen kann. Benjamin Luis nutzt das aus, spitzelt den Ball an Florian Palmowski. Vorbei. Dieser Treffer gab Eilenburg Schwung, ganz besonders Benjamin Luis. Er setzt an zum Seitfallzieher. Und damit die Chance zum 2:0. Florian Palmowski ist dieses Mal zur Stelle. Der Luckenwalder Torhüter hat vor dem Spiel seinen Vertrag in Luckenwalde vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. 33. Minute, Eilenburg immer wieder mit Druck am gegnerischen Strafraum. Und dann kommt es zum Duell zwischen Alexander Vogel und Mathis Bruns. Ein Pfiff. Und die Entscheidung von Schiedsrichterin Miriam Schwärmer. Es gibt Strafstoß für Eilenburg. Sie zögert kurz, aber die Entscheidung, die ist korrekt. Vogel legt den Ball vorbei. Dann kommt Bruns zu spät, ungeschickt vom 20 Jahre jungen Verteidiger. Am Punkt wird es brasilianisch. Raimisson, Drayton, Dos Santos darf ran gegen Florian Palmowski. Und Dos Santos bleibt Sieger in diesem Duell. Bringt Eilenburg mit 2:0 in Front. Verdammt bitter für Luckenwalde dieser Abend bisher. Und besser wurde es vor der Pause auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil, Simon Gollnack holte sich noch die gelb-rote Karte ab, nachdem er Patrick Aguilar auf den Fuß tritt. Luckenwalde also zur Pause mit zwei Toren im Rückstand und mit einem Mann weniger auf dem Platz. Die zweite Hälfte beginnt mit Freistoß Eilenburg. Markus Niemitz auf den Kopf von Lennart Möbius. Starker Kopfball, aber auch tolle Parade von Florian Palmowski. Die klareren Chancen hatten weiterhin die Gastgeber. Aber Luckenwalde kämpfte sich hinein ins Spiel. In Unterzahl in dieser zweiten Hälfte. Starke Grätsche von Mathis Bruns. Die leitet den Gegenangriff ein und dann der Chip nach vorne. Kühn verpasst und Jacobi. Zumindest mal ein Achtungszeichen vom FSV vor dem gegnerischen Tor. Eilenburg immer wieder mit Kontermöglichkeiten. Jonas Marx bekommt den Ball, wurde eingewechselt und legt quer in dieser Situation. Benjamin Luis kommt nicht ran an diesen Ball. Das war das Manko in Hälfte 2. Sie spielten die Chancen nicht sauber zu Ende. Aus Luckenwalder Sicht positiv zu erwähnen ist, sie suchten unermüdlich den Weg nach vorne in Hälfte 2. Fritz Schröder, der Neuzugang aus Jena mit dem Ball aufs Lattenkreuz. Der Anschlusstreffer kurz vor Spielende hätte vermutlich nochmal Spannung reingebracht. So feiert der FC Eilenburg seinen ersten Saisonsieg, auf den Weg gebracht durch den Führungstreffer von Benjamin Luis. Zu Hause 3 Punkte war heute schon Pflicht. Also wir wollten unbedingt gewinnen. Wir haben auch letzte Saison die ersten Punkte, glaube ich, in Luckenwalde geholt. Und heute wollten wir auch unbedingt den Sieg holen. Und ja, mit 3 Punkten sind wir sehr zufrieden, definitiv. Und dann schlagen wir im richtigen Moment zu. Tat uns natürlich gut. Ja, und dann verteidigen wir das heute sehr, sehr reif zu Ende, sehr diszipliniert zu Ende. Und ich denke, alles in allem, das ist ein hochverdienter Sieg. Grundtugenden, Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten.
War viel zu wenig. Haben dann liegen zu Recht 2-0 zurück, obwohl wir die Gegentore ja, ich glaube, vorm 1 können wir ins leere Tor schießen, kriegen dann so einen Umschalter. Und ja, wie wir den Elfmeter plump kassieren, ist auch nicht gut. Und ja, ich habe versucht, die ganze Woche zu warnen, was hier gefragt ist in Eilenburg. Da scheint es Nachholbedarf zu geben bei den Brandenburgern. Für die Mannschaft von Michael Braune steht der nächste Brocken schon bevor. Am Sonntag gastiert der BFC Dynamo im Werner-Seelenbinder-Stadion.